Hallo zum neuen Video, lang ist her. Die Reihe Tansania verstehen ist noch nicht ganz zu Ende, deshalb fangen wir mal weiter, oder machen wir mal weiter mit Grüßen. Ich habe schon öfters was über Begrüßungen gebracht. Ich habe auch gesagt, wie grüßt man, was gibt es für Grußformeln, welche Antworten gibt es. Da könnt ihr weiter gucken, irgendwo im Kanal findet ihr das noch. Oder ihr macht die Suchfunktion einfach und schreibt Begrüßung hin. Aber heute will ich euch erzählen, was wichtig ist. Oder es geht ja darum, euch zu zeigen, wie funktioniert der Tansania, ja, der handelsübliche. Was ist da wichtig? Und Grüßen ist hier eines der wichtigsten Dinge, wenn du hier leben willst. Wenn du hier leben willst und du nicht anständig grüßen kannst oder willst oder wie auch immer, dann wirst du dich hier weder integrieren, noch wirst du hier Freunde machen. Man wird eine ganze Zeit lang, wird es egal sein, ja. Ihr seid Ausländer, Mzungu, und da ist es nicht so wichtig, ja, ob ihr die richtigen Grußformeln kennt. Man grüßt euch einfach und man sagt euch dann, du, das musst du sagen. Ja? Und da kommt es darauf an, wie ihr darauf reagiert, wenn ihr sagt, das interessiert mich nicht, oder ob er sagt, ja gut, dann sage ich das halt. Je nachdem werdet ihr dann hier mehr oder weniger, ja, ich sage jetzt mal, gut leben oder schlecht leben. Warum machen die das hier? Warum ist dieses ganze Gegrüße-Gedöns? Das kommt von ganz, 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 ganz weit hinten, also Urzeiten schon. Und zwar war das Grüßen immer ein Zeichen dafür, hör mal, ich bin dir gut gesinnt, ich will dir nichts Böses. Und damit war eigentlich alles klar. Ja, selbst wenn du jetzt in der Ferne jemanden siehst, dann machst du es so. Das reicht schon, der macht das auch. Und dann heißt das von euch beiden, okay, ich bin hier friedlich, auch wenn ich zum Beispiel auf deinem Grundstück bin. Ja, ich bin hier, du siehst mich noch nicht, ich bin weit weg, aber hier, oder hörst mich noch nicht, ich bin weit weg, aber hier, ich grüße schon mal. Das heißt nur, ich bin friedlich. Und der grüßt zurück und sagt dir auch, auch ich bin friedlich, es ist alles in Ordnung, du kannst hier weitergehen. Und das ist immer ein Zeichen, eben die ganze Grüßerei, wir tun uns nichts gegenseitig. Natürlich ist es so, dass man auch bei dem Grüßen, wie in Amerika kennt er das ja auch, oder? How are you? Es interessiert keine Sau, how you are. Ja, das interessiert die gar nicht. Und du sagst ja auch nicht, oh, mir geht's schlecht. Nein, du sagst immer, mir geht's gut, ja. Auch wenn der Kopf nur halb dran hängt. Mir geht's gut. Ja, und das ist hier aber ähnlich. Ja, man sagt hier eigentlich beim Grüßen, wenn du gefragt wirst, wie geht's dir? Also Habari. Ja, Habari heißt Neuigkeiten, aber Habari ja Asubui. Oder Habari sa Asubui. Das heißt, guten Morgen, könnte man so übersetzen, wie geht's dir heute Morgen? Ja, das ist eigentlich so die Frage. Und dann sagst du als Antwort, entweder mir geht's gut oder hey, Frieden. Ja, diese zwei Antworten, also Salama, die sind eigentlich ganz normal. Und es wird immer wieder nachgefragt, ja, du, wie geht's bei dir zu Hause, oder wie hast du geschlafen, wie geht's dir bei dir zu Hause, wie ist das Heim so, wie geht's deiner Frau, wie geht's deinen Kindern, wie geht's deinem Wohnzimmer, das ist kein Witz, wie geht's deinem Kühlschrank, auch kein Witz. Das sind Sachen, die wirklich so auch abgefragt werden. Und das kann so eine Begrüßungszeremonie, kann mal eine Viertelstunde dauern, kann aber auch schnell gehen, ja, je nachdem. Dann, wie grüßt man hier eigentlich? Ja? Man gibt sich hier die Hand? Ja, man gibt sich hier ganz normal die Hand. Wie in Deutschland, wie auf der ganzen Welt. Ja, der Händedruck kann schwach sein, kann fest sein, kann schwitzig sein, wie auch immer. Wenn man sich jetzt nicht so gut kennt, gibt es meistens so ein Fäustling, ja, man fäustelt da zusammen, oder wenn man es eilig hat, dann hält man einfach die Faust hin und dann werden die Fäuste zusammengeklatscht und alles ist wieder gut. Es gibt auch das Abklatschen der Hände, also wenn man sich schon kennt und wenn man sich gegenseitig mag, dann wird einfach hier mal abgeklatscht. Das ist dann die legere Art der Begrüßung. Ja, oder Händedruck ist immer in Ordnung, wie ich schon gesagt habe. Wenn du schmutzige Hände hast, dann wird halt hier mit dem abgeklatscht. Das heißt, es ist unhöflich, jemanden mit schmutzigen Händen, ja, machen wir hier vor der Kamera. So, ja. Haben wir es gesehen? Haben wir nicht gesehen? So. Ach, ihr wisst es schon.
Die Frau kann das nicht. Sorry. Die Arme sind zu kurz von dem Mädel. Ja. Und was auch wichtig ist, auch wenn man unter den Jugendlichen so ein Mambo, also ein Hallo loslässt und dann kommt als Antwort Poa, gut, das ist okay, ja, bei Jugendlichen. Aber selbst da ist es so, man läuft nicht einfach so vorbei und hey Mambo, und pssst, das geht nicht. Sondern man bleibt dann schon wenigstens für den Gruß mal kurz stehen oder man läuft sich entgegengesetzt, dann ist auch in Ordnung. Aber alte Menschen werden speziell gegrüßt, muss das jetzt sein. Alte Menschen werden speziell gegrüßt, das heißt, alte Menschen, da geht man nicht einfach vorbei, da läuft man nicht so, Habari, und weg. Das tut man nicht, das wäre sehr unhöflich. Alte Menschen werden anständig gegrüßt, alte Menschen werden geehrt und respektvoll behandelt. Und das ist immer ganz, ganz wichtig. Da nimmt man sich auch die Zeit. Ja? Der alte Mensch kann sein, dass er irgendwas mit dir spricht, in einer Sprache, die du gar nicht verstehst. Das muss jetzt nicht mal Swahili sein, sondern die Stammessprache, ja, der Treibsprache. Du hörst dir das trotzdem an, dann sagst du halt, ich verstehe kein Wort, aber ich hab dich lieb und alles ist wieder gut. Ja, nur diese Zeit nimmt man sich, das wäre höflich, das gehört sich so. Man läuft bei alten Menschen, bei sichtlich alten Menschen nicht einfach vorbei. Nun, das ist das Problem, was wir oft haben, von uns Europäern, auch von den Amerikanern, obwohl bei denen geht es fast noch besser, keine Zeit. Ja, wir sind immer in Hektik, wir haben immer Stress, wir haben Termin. Wir sind zwar hier in Urlaub, aber wir haben Termin. Und dann laufen wir halt durch die Gegend und wie es in Deutschland ja auch gilt, Servus, Servus, passt schon, gehen wir weiter. So ist es hier halt, du läufst dann da durch und siehst so einen alten Mann, Habari, gehst weiter. Warum wir das tun, das weiß ich nicht, weil es absolut keinen Sinn macht. Hier zu leben und einen auf Hektik machen, macht keinen Sinn. Wenn ich hier zusammen mit Einheimischen leben möchte, wenn ich hier integriert sein möchte, wenn ich hier anerkannt sein möchte, dann muss ich mich anders verhalten. Dann muss ich diese Geduld aufbringen, die Zeit mitnehmen und einfach sagen, ja okay, gut, wenn ich jetzt da 5 Stunden zu spät komme, ist auch egal, die warten schon auf mich. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das ist, glaube ich, das Hauptproblem, was wir Europäer haben, dass wir einfach sagen, zack, zack, zack. Und damit können die Leute hier nichts anfangen. Ja, ja, gut. Und zu guter Letzt solltet ihr noch wissen, jeder grüßt jeden. Ja, das ist einfach so. Es gibt auch keinen Jung grüßt als Erster den Alten. Der dich als Erster sieht, der grüßt dich als Erster. Oder wenn du als Erster jemanden siehst, grüßt du als Erster. Es gibt keinen, den kenne ich nicht, den grüße ich nicht. Egal wo du bist, egal wenn dich einer anlächelt oder wenn dich einer anschaut oder du einen in die Augen schaust, dann grüße ich. Das ist für uns ungewohnt, wenn man aus Europa kommt, aber es ist hier so und es funktioniert wunderbar. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, macht's gut.